Heute findet der erste europäische Streik der Geschichte statt. Als Spanier könnte ich viele Gründe aus meinem Land für diesen Streik aufzählen. Einige von ihnen sind wohl bekannt. Ich könnte euch von einer Arbeitslosenquote sprechen, die 25% übersteigt und bei Jugendlichen sogar 52 erreicht. Ich könnte euch von einer kontinuierlichen Verschlechterung der Arbeiterbedingungen erzählen, von 400-Euro Gehältern, von Eintagesverträgen, davon, dass eins von 40 Haushältern zwangsgeräumt wurde. Ich könnte von der Zerstörung unserer öffentlichen Dienste erzählen, von der Kriminalisierung des friedlichen Protests. Ich könnte von Hunger, Exil, Unterdrückung erzählen, von einer Demokratie, die nach und nach nur noch zu einem Begriff degradiert wird, der eher einen schlechten Witz ähnelt. Als wäre es ein Mantra, wird uns Tag für Tag erzählt, dass die aktuelle Lage, in der wir uns heute befinden, auf die Staatsverschuldung zurückzuführen ist. Manche glauben, dass eine Lüge, die hunderte von Malen wiederholt wird, zur Wahrheit wird. Die Wahrheit ist aber, dass die angebliche öffentliche Verschuldung das Ergebnis riesiger privater Schulden von Banken und insolventen Unternehmen ist, die zur Beschämung aller immer wieder gerettet wurden und werden. Unter dem Deckmantel der öffentlichen Verschuldung hat sich eine Orgie des Sozialabbaus und der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen entfesselt. Dieser Abbau war wahrscheinlich schon vor dem Ausbruch der Finanzkrise geplant, da diese Einschnitte schon immer Objekt der Begierde einer Minderheit waren, die sich jetzt mehr als je zuvor bekräftigt und legitimiert fühlen. Dies ist nicht erstaunlich, dass die meisten von uns noch nicht aufgewacht sind und wir unser Leben nach den Trommelschlägen des Systems führen, die uns auf die subtilste Weise, die wir uns nur vorstellen können, versklaven. Allerdings will ich positiv sein und mich darauf konzentrieren, was dem heutigen Tage so speziell, vielleicht sogar historisch macht. Heute gehen wir, Arbeiter vieler Nationen Europas, mit einer gemeinsamen Forderung, mit einem gemeinsamen Ziel auf die Straße. Andere sind nämlich schon aufgewacht. Im letzten Jahr waren wir in Spanien Zeugen von Ausbrüchen vieler Proteste, die den Ursprung in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft hatten. Als diese sich vornahmen, ihre Anstrengungen und Kräfte zu vereinen, mit Erfolgen wie den 15. März und den 25. September. Tage, an denen sich Tausende von Menschen vor dem Parlament versammelten und den Rücktritt der Regierung forderten. Einer Regierung, die uns nicht vertritt und uns systematisch ignoriert. Einige werden sich fragen, welche Erfolge wir meinen, da die Proteste in Griechenland es nicht geschafft haben, dass dessen Regierung die blutigen Einschnitte einstellte. Auch in Spanien konnten die tausende Demonstrationen und Protestaktionen die Regierung nicht von dem, was sie Reformen nennen, abhalten. Reformen, die Frontalattacken gegen unsere elementarsten Rechte sind. Eher im Gegenteil, die Reaktion des Systems war Unterdrückung und Kompromisslosigkeit. Mit dieser Strategie wird nur versucht, dass wir von unseren Zielen ablassen und die verschiedenen Protestbewegungen zu verschleißen, indem sie uns glauben lassen, dass wir nichts erreichen werden und keine anderen Lösungsansätze existieren als die, die sie bereits anwenden. Diese Strategie kann anfangs funktionieren, aber nicht ewig und wir mit einer ausdauernden Protestbewegung auf mittelfristiger Zeit besiegen werden. Man stellte sich die Kraft dieser Proteste vor, wenn sie die nationalen Grenzen überschreitet. Dieser Generalstreik am 14. November macht es bereits. Heute gehen Arbeiter aus Spanien, Griechenland, Portugal, Italien, Belgien, Zypern und Malta auf die Straßen, unterstützt von verschiedenen Gewerkschaften aus Frankreich, Österreich und Polen sowie Protestaktionen in Schweden, Dänemark und Deutschland, die uns heute hier versammelt haben.
Dies ist nicht nur ein symbolischer Akt, er zeigt die Notwendigkeit, unseren Kampf zu einem gemeinsamen Kampf werden zu lassen, das auf einer internationalen Ebene agiert, um so den Angriff, der auch auf einer internationalen Ebene stattfindet, zu bekämpfen. Schon immer haben die Mächtigen, diejenigen, die den Status quo verteidigen, versucht, die Arbeiter zu entzweien, indem sie die Schuld den anderen zuschieben. Nicht denen, die sie finanziell ausbeuten, nicht demjenigen, der sich auf Kosten der anderen bereichert, sondern den Nachbarn, der jenseits der Grenze, der arbeitssuchend gekommen ist. Den Anderssprechenden, den Andersfarbigen. Schon immer haben die Mächtigen versucht, die Ungleichheit zwischen den Klassen als einen Krieg zwischen den Nationen darzustellen. Dies ist ein alter Kontinent und wir wissen genau, wo dieser Weg hinführt. Es ist widerwärtig, wie Grenzen wieder geschlossen werden, wie Flaggen geschwenkt werden, wie lächerliche Reden über Nationalstolz gehalten werden, damit die wahren Verursacher dieser Krise nicht zahlen müssen. Konfrontiert mit diesen Reden, die nur eine dunkle Zukunft bringen, ist es notwendig, dass wir diese Propaganda ignorieren und uns vor Augen führen, welche Werkzeuge uns zur Verfügung stehen. Die einzigen Werkzeuge, die uns historisch gesehen zu einem sozialen Fortschritt gebracht haben. Einheit und Solidarität. Deswegen, wenn ich nach Griechenland schaue, sehe ich nicht meinen Feind oder den Verursacher der Krise. Ich sehe meine eigenen Leute, wie sie die Verzocker einer verdorbenen und korrupten finanziellen Elite zahlt, versklavt mit Schulden, die sie nicht zu verantworten haben. Deswegen will ich heute als Spanier und Europäer meine Hand über das Mittelmeer, über ganz Europa führen und denen die Hand reichen, die ohne jeden Zweifel an meiner Seite kämpfen. Nicht gegen eine Krise, nein, sondern gegen eine Ideologie, die droht uns alle zu verschlingen. Dies ist der Grund, weshalb wir aus echter Demokratie jetzt Munich unseren deutschen Kollegen danken wollen, weil sie heute hier sind und uns unterstützen, weil sie sich organisieren und weil sie einen Kampf starten, der auch wieder ihr eigener ist. Wir fordern keine sozialen Einschnitte. Das sind nicht unsere Schulden, wir zahlen nicht.